Walli lebt jetzt auch auf der Pflegestelle und sucht geduldige Menschen, die sie so nehmen, wie sie einfach ist. Walli darf man nicht unter Druck setzen, man muss sich freuen, wenn sie neue Dinge anbietet. Sie fängt jetzt an, eine wunderbare Entwicklung zu machen, läuft super an der Leine, kann alleine bleiben, fährt Auto, ist in neuer Umgebung noch ein bisschen unsicher, aber sie gerät nicht mehr in die Panik. Und bei ihr müsste man auf jeden Fall dranbleiben mit der Erziehung. Die sollte ganz ruhig und ohne Erwartungen und Druck stattfinden. Gute Hundeschulen bieten da ja schöne Programme. Und dieser Hund wird sicherlich sich sehr binden an den Menschen. Aber sie zeigt ihre eigene Art und Weise. Es ist kein Hund, der einen bedrängt. Aber bei Walli könnte ich mir vorstellen, dass das der wunderbare Bürohund sein kann. Gerade weil sie so ist, wie sie ist.